Ich werde euch nicht enttäuschen. Sicher? So. Turboantrieb. Raketen. Ich komme mir vor wie bei Diveman. Bei Diveman? Der sitzt aber nicht auf so einem Bike. Ja, aber Raketen. Homing Missile. Au. Au, Dive Missile. Sophie. Ich hab hier ein Problem. Wellenkanone? Kein Kamehameha hier. Cyber Max Sauber. So. Schon besser. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war der mit Blitzzaubern ganz schnell zu töten. Ja, dann ist der sofort Geschichte. Schon fast langweilig. Ich wollte es nur erwähnt haben. Oder auch so langweilig. Irgendwie. Ja. Was? Okay. Der ist auch so langweilig. Du machst einfach zu viel Schaden. Was für ein episch starker Boss. Das war Uzoma? Uzoma kann ja gar nichts. Das hast du gesagt. Das mit Uzoma vorhin war echt nur ein Scherz aufgrund des Namens. Ja, ich weiß, was du nicht sagst. Ich werde hier alles abfucken. Oh, schlechter Verlierer. Wir sind erledigt. Uzoma ist auch ein schlechter Verlierer, muss ich dazu auch mal sagen. Oder, hört ihr das? Hallo, das ist Pfifferling. Yay, was für eine schöne, fröhliche Musik, während die ganze Burg kurz vorm Einsturz steht und... Ich dachte, das ist ein Hyper-Explosion. Gerade nach rechts hatte ich, oder? Wie ich hierher gekommen bin? Auf Lufti natürlich. Er ist schnell gewachsen und kann plötzlich fliegen. Da bin ich einfach aus seinem Rücken gesprungen und losgeflogen. Es ist witzig, aber Lufti hält euch tatsächlich für seine Eltern. Diese Trommel ist übrigens sein Lieblingsspielzeug. Nehmt sie, ihr könnt ihn damit zu euch rufen. Bringt mich jetzt bitte zurück ins Trüffeldorf im Südwesten von hier. Alles klar, Chef. Lass mich raten, du kontrollierst jetzt Lufti? Ich glaube, du, oder? Du kontrollierst sie. Nordwesten, sagt er, oder Südwesten? Vergessen zu lesen. mit auf jeden Fall irgendwo in eine Richtung. Flieg einfach mal los, komm. Flieg einfach mal los, irgendwo wird's schon sein. Mein Gott. Boah, hier sieht man jetzt zum ersten Mal die Karte, die sich ganz lahmarschig aufbaut. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, es ist im Südwesten. Nee, ja doch, Südwesten. Ja, flieg einfach mal, du machst das schon. Ja, mach ich auch. Krieg schon mal einen Schluck in der Zeit hier. Ja. Navi wäre nicht schlecht, ne? Hast du kein Navi mit? Noch 300 Meter. Du bist der Navigator. Noch 250 Meter bis zum Ziel. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Nach 150 Meter rechts abbiegen. Nach 100 Meter bitte... keine Ahnung. Was war denn hier? Das ist falsch. Das ist der Ding ins Schicksalsberg. Ist es schlimm, wenn wir hier sind? Ja. Nicht gut! Nicht gut! Doch, die Zauberlevel ist gestiegen. Schön. Mach mal ganz schnell die Fliege jetzt. Oder? Ja, ich mach die Fliege ganz schnell tot. Wenn ich reinkommen würde. Aua. Was? Das war wohl ein Crit, wa? Das muss ein Kritiker gewesen sein. Da war einer. Das war ein Böser.
Und du bist eine Sau. Warum? Da war dich ja mit einer Aufnahme rülpst. Ja, passiert aus Versehen, tut mir leid. Das ist alles nicht so richtig. Wir müssen ans Trüffeldorf. Trüffeldorf ist woanders. Das war jetzt der Schicksalsberg. Ach man. Ach, ist das eine Sucherei. Ja, es, auf jeden Fall ist es nicht so weit vom Jahreszeitenwald und, wo könnte das sein? Es ist, das ja. Ist es! Das ist es! Zu 100%. Geht doch. Ja, also. Und? Wie gefällt es euch auf Lufti zu fliegen? Wenn ihr euch verflogen habt, schaut ihr einfach auf die Karte und dann drückt Start für die Karte. Oder L und R, wenn ihr andere Karten sehen wollt. Und jetzt solltet ihr zum Schicksalsbergen im Südwesten fliegen. Besucht mich mal wieder, Südwesten. Ja, ach ja. Da sind wir doch gerade gewesen am Schicksalsberg. Ich fühle mich gerade verarscht. Aber ich wollte nach woanders hin. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Zum Glück bist du derjenige, der fliegt. Dann kann ich mich während der Zeit etwas entspannen. Ich hasse es zu suchen und zu... Ah, hier ist das Zwergendingens. Ja, da wollte ich hin. Lass mal gucken, wo das gelandet ist. Perfekt. Oh, sind da gefährlich, die Gegner. Perfekt hier. Und dann haben wir auch noch gleich Bertie. Ach ja, hier war wir schon lange nicht mehr. Ja, wo ist denn Bertie? Verdammt. Der Penner hat sich verpisst! So viel dazu. So. Du da, du hast noch was für mich. Und wie war es bei den Dieben? Gut, dass ihr vorbeikommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Schrumpfhammer erhalten. Wie war es bei den Dieben? Da sind wir vor Jahren gewesen. Ja, und dann hätten wir es holen sollen. Ja, super. Sehr aktuell. Der hätte sagen müssen, euch habe ich doch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Und der tut so, als hätte der uns mal eben seit, keine Ahnung, zuletzt einer Stunde gesehen oder so. Ja, so kann man das sehen, ja. Aber ich bin schon froh, dass mein Internet gerade mal wieder hält, obwohl es instabil ist. Ja, da bin ich auch froh. Er will fliegen, die Drecksau. Oh, stimmt, scheiße, jetzt fliege ich ja. Gut, wenn du weißt, wo diese komische Insel ist, wo wir das Dingelchen bekommen. Ehrlich gesagt, nein. Warte mal, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu, ja, nee, hier ist das Dingens. Hier ist die, Dämonenfestung. Nee. Es ist irgendeine Insel mit einer Stadt drauf. Insel mit einer Stadt drauf. Das ist das, sieht aus wie Nordstadt, Süd oder Imperium. Das ist, wo das Imperium war. Wüste? Naja, wenn du nicht mehr fliegen willst, kannst du ja landen. Ja, jetzt suche ich ja eh schon. Ich finde das schon. Guck mal auf die Karte. Warte mal. Ach, warte mal, wo kann man das hier gucken? Hier. Ah, verdammt, schon wieder Cut, ey. Ich glaub das nicht. In der Mitte ist eine Insel. Oder ist das hier diese... Ach so, Cut, okay. Ja, kurz sagt weiter. Ja. Puh, nee, das da ist... unten ist die Insel. Kannst du... Was passiert... Ah, okay. Hier? Das hier? Nee, oben in der Mitte, da ist auch was. Oder links ist noch eine kleine Insel. Ich weiß nicht, was das da ist. Wo du... Das ganz links, das ganz kleine. Ja.
Puh, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo mein... Wo sind wir überhaupt? Vermute mal das, wo du gerade hinzeigst, sind wir. Hä? Keine Ahnung, also... Keine Ahnung. Wo wollten wir übrigens nochmal hin? Da auf eine Insel. Auf einer kleinen Insel mit... Eine kleine Insel, such mal einfach mal ab hier, wo wir hier eine Insel haben. Hier, die Mondfestung ist hier, Ich sag mal so, auf einer ganz kleinen Insel wohnt... Ja, muss die erst gewesen sein, die ich gesehen habe. Ja, Karte hilft auch nicht weiter, ich muss ein bisschen absuchen. So, Weihnachtsinsel... Ach! Ich komme mir vor, als ob man im Kreis fliegt. Ja, dann kannst du ja verstehen, warum ich gerade Probleme hatte, ja? Ja, kann ich verstehen. Ich find's echt schwierig, mich hier zu orientieren. Ich auch. Trotz Nordwest und sowas. Das! Oh, das ist er. Hier müssten wir das Dingchen bekommen. Und dann müssten wir hinterher nach El Sandala. Oh, diese Langeweile. Auf dieser Insel gibt es nichts, außer vielleicht diesem Dingelchen. Sag bloß, du möchtest so ein Dingelchen haben. Echt? Hier hast du es. Dingelchen erhalten. Yeah, episch! So, jetzt haben wir das auch endlich nachgeholt. Nachdem wir es ja endlich können. Juhu, ein Dingelchen! Juhu, ein Dingelchen! Das ist ein bisschen freudiger. Ja, freudig kann ich nicht so gut klingen. Ich kann nur so gut schreien. Wie bist du hier gekommen? Geflogen? Hallöchen! Wo ist denn hier das alte Ehepaar? Da ist noch Dingens. Rechts ist auch noch ein Haus gewesen. Ganz rechts. Oder hier ist noch ein Haus. Das steinalte Ehepaar ist hier nicht drin. Kennt, ist das öde hier. Auf dieser Insel ist absolut nichts los. Du musst ja mal darauf achten, wie öde geschrieben war, ne? Ja. Das Ö klein und DE groß. Okay, und das heißt? Naja, das sah irgendwie komisch aus. Ich glaube nicht, dass es so beabsichtigt war. Es ist bestimmt ja, ein Steinfehler. Oh, hier ist ein alte Ehepaar. Wir haben geheiratet. Was zur Hölle? Wenn man sich verliebt... Oh, wenn man sich liebt, spielt das Alter keine Rolle. Oder was denkt ihr? Die sind ganz schnell, ne? Alter, was ist denn mit denen los? Langeweile. Lieber lebe ich hier arm und glücklich als... Keine Ahnung. Die haben jede Menge Äpfel hier. Das sind wohl Äpfelfanatiker wie Jörg. Ja, aber das Imperium verlassen, weil es mir dort nicht mehr gefiel. Wie seid ihr hierher gekommen ohne Lufti? Die geschwommen, würde ich mal sagen. Gut. So, schicken wir mal wieder die... Was ist die Wüste? Da ist die Wüste sogar. Ich dachte, das wäre die Weihnachtsinsel. Sieht von Weitem so gleich aus. Boah, kannst du noch langsamer drehen? Wir müssen übrigens noch zum Mondpalast oder so, wo das da ist. Waren wir das schon? Nee. Ich will hierher. Ich will los, da hast du meine Mark für mich. Der Automat nimmt keine Scheine. Wo bist du denn, Junge? Ah, da oben. Da oben. Beim Bart des Propheten, du hast ein Dingchen mitgebracht. Wasser, wir haben wieder Wasser, endlich! Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Ich hab der Gürtel erhalten. Yay! Du bist geschoben und gezappelt. Hey, episch. Gut, wollen wir jetzt zum Schicksalsberg? Klar, warum nicht, ne? Okay, weiter.
Das meinst du doch mit Mondtempel oder was anderes? Nee, der Mondtempel, der ist das da, was da hier auf diesem in diesem schwarzen Meer da ist. Okay, dann machen wir das, wenn du willst. Nee, ich weiß nicht, ob wir da schon hin können. Auf jeden Fall war da, glaube ich, auch was mit dem Mana-Samen, aber ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon hin können. Sieht so aus, als könnten wir. So, machen wir dich mal wieder groß hier. Ja, aber ich habe nicht viel Platz weggenommen, als ich klein war. Karuns Fährdienst, Mittagspause. Okay, wir können ja noch nicht hin. Wir haben es auf jeden Fall versucht. Ja, aber. Und los geht's. Jetzt kann die Scheißsuche beginnen nach dem Schicksalsberg. Nein, hier nicht. Das erinnert mich ja an die Anfangsstadt, wo man angefangen hat und so. Und hier der Wasserfall, wo wir angefangen haben, das Spiel. Ja, stimmt. Das war das Quelldorf gerade dann. Ja. Nee, das ist einfach nur eine unbedeutende Insel, die einfach nur zur Dekoration gemacht wurde. Okay, wo könnte denn das sein? Weihnachten. Ah ja. Aha. Also welcher Schicksalsberg, das ist Weihnachten. Ich suche noch, ja? Ich suche noch. Okay. Oh Mann, das dauert wieder. Na, ich hab Zeit. Es tut mir leid. Ich hab Zeit. Wir müssen aber gleich wieder einen Cut machen, aber ansonsten habe ich Zeit. Wollen wir das offline suchen? Also offscreen suchen? Mir ist das scheißegal. Was ist denn das da jetzt gewesen? Frag ich mich auch. Sieht aus wie ein Leuchtturm. Ich glaube, das ist auch einer. Oh ja, ich mag den Leuchtturm. Wenn es das ist, was ich denke. Alter. Ich bin Cloud, der Leuchtturmwärter. Was nicht sagst. Das Korallenriff im Nordosten ist der versunkene Kontinent. Doch schon bald werden die Kontinent und die Mana-Festung auferstehen. Was? Unsere Vorfahren haben wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Ja, was du nicht sagst. Okay, dann war es nicht das, was ich dachte. Kann man das hier oben? Kann man. Okay. Dann viel Spaß beim Luftig steuern. Ja, mach ich mal. Aber ich muss doch kurz Karte. Karte, Karte. Karte. Karte, Karte. Ah. Gut. Es geht ja schnell. Weiter. Ach stimmt, du steuerst. So, hier ist die Dämonenfestung. Beziehungsweise hier kommt sie, hier steht sie auf. Nee, hier war das der Höhen, okay, falsche Taste. Ich frage mich ja auch, wo die Goldstadt ist. Goldstadt, die ist auch irgendwo. Nee, das ist das Nordstadt-Südstadt. Hier ist Wüste und so eine Scheiße. Wüste, nicht so schön wie der Strand. Oh, da, 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 da. Da ist es ja. Ah, der Chef hat's gefunden. Ja, aber ah, ich hab das auch gehört mit der Vergütung von wegen, dass du für Ridley was streichst, wenn er was für dich spielt. Den Hard Mode ohne Save States. Dass ich was spiele? Nein, dass du für ihn dann
zu einem kostengünstigen Preis das Haus streichst, lackierst oder so, wenn er Overlord 2 im Hardmodus spielt ohne Sessions. Ach so, okay. Ja doch, sowas könnte von mir sein. Das hast du im Livestream von Osoma letztes Mal gesagt. Ich dachte, du hast nichts mitbekommen letztens. Ich hab die Aufnahme nochmal angeguckt. Ach so. Ich hasse sowieso Westen. Oh, komm her. Warum willst du da lang? Ich will unten lang. Ich will das Viecher töten. Und ich will gucken, hier was lang. Hier ist. Ich will hier lang, ich will hier lang, ich will einmal da unten. Ich will gucken, war hier der Ding? Du bist eine Zicke, Zimtzicke. Ich will gucken, was da in der Höhle ist, ob da der Nachtpalast war oder wie der heißt. Oh, super, auf mich natürlich. Du bist gefährlich. Leb damit. Fratze. Ja, stimmt, hier ist der Nachtpalast. Ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin, oder? Oh, das sind die, wie hießen die, Alter. Nicht Dämonenritter, sondern, wie hießen die? Chaosritter. Ja, hier ist der Nachtpalast. Ich glaube, hier können wir noch nicht weiter. Ach, die schon wieder. Dark Ninja. Ja. Zum Glück keine Chaos Ninja. Wir sind hier falsch. Wir sind hier falsch, wir müssen wieder raus. Welcher Idiot hat die Idee gehabt, hier reinzugehen? Du. Nein. Ich wollte mal gucken, ob hier der Dingens ist. Ich wollte aber gar nicht so weit vordrücken. Wir werden erstmal in die Stadt drüber gehen und danach gucken wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir da bessere Ausrüstung. Ja gut. Wenn du drauf stehst. Ach, stirb endlich. Danke. Wo ist die Stadt? Links oder rechts? Links. Jetzt willst du dahin, wo ich zuerst hin wollte, ja. Stirbst du endlich mal? Danke. Traumtulpe, Drecksvieh. Ja. Noch eine Traumtulpe. Ein Traum. Ein Traum wird wahr. Und wir machen bla bla. Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. So, Ja. Kaufe ich einfach mal. Fetisch. Sieht gut aus. Ich kaufe es einfach für alle drei. Boah. Das sieht alles gut aus. Ich kaufe es einfach mal. Zweimal. Zweimal. Ich glaube nicht, dass das scheiße war, was wir gekauft haben. Sehen wir gleich. Also das kriegst du ein Popo vorher nach der Aufnahme. Das ist gut, was ich gekauft habe. Sag ich ja. Boah. Also da bin ich aber mal überrascht. Aber wir könnten vielleicht mal was verkaufen, ne? Ja, machen wir, wenn ich mir auch meine Scheiße angelegt habe. Ach ja, du deine Scheiße. So, das kann ich ja nicht tragen, aber das kann ich tragen. Und das hier. Hexenfetisch. Das geht nicht, egal. Dann machen wir jetzt sie noch fertig hier. Kann ich helfen? Ja, ich will was verkaufen. Verschacher die Scheiße!
Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Nachricht in Skype. Okay. Ob das Wichtiges ist? Ich glaube nicht. Ich habe keine. Ist bestimmt nur Osoma. Will ja schon wieder ein Date? Ja, er will mich wieder zum Date einladen. Nein, ich weiß schon, was er will. Nein, ich weiß schon, was er will. Wegen Serien gucken und so. Ich habe ihm eigentlich gesagt, dass ich nachher noch mit ihm Dingens One Piece gucken will. Oh, aber jetzt ist das hier gerade wichtiger. Ja, wir haben ja einen Deal. Er guckt Battlestar Galactica und ich gucke dafür mit ihm One Piece. Das ist der Deal. Aber jetzt hast du gerade Bescheid gegeben und das ist jetzt gerade wichtiger, das Aufnehmen. Deswegen, ja, scheiß drauf. Reagiere ich später drauf. Tut mir leid, Osoma, falls du jemals guckst. Ich glaube nicht, dass er das guckt. Das heißt, wir könnten hier übelst ablästern? Ja, hier. Wenn er es dann guckt, wird er uns mit dem schweren Gegenstand dann über den Schädel ziehen. Willkommen mit dem Destinier. Steigt den Berg auf, bis ihr zu einer Höhle mit unzähligen Monstern kommt. Diese Höhle nennt man den Nachtpalast. Hey Eierkopf. Von überall kommen die Menschen, um unseren berühmten Tempel zu sehen. Oh, da will ich, das ist der Tempel, den ich meinte. Wo ich dachte, das wäre... Oh, Berki! Ja. Ja, wir wollen den Berg hochklettern. So. Welche Waffe soll erneuert werden? Wir haben immer noch Unmengen Geld. Ja, so kann es gehen. Das ändert sich spätestens auf der Goldinsel. Nein, 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 nein. Nein, okay. Nix mehr. Oder war das überhaupt eine Insel mit der Goldstadt? Nee, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Und ihr seid wirklich auf einem weißen Drachen hier geflogen? Nee, wir sind auf deiner Mutter hergeflogen, Junge. Alter, Luna und sein Assistent Rano leben in einer Höhle auf dem Gipfel. Ja. Ich muss mich gerade beherrschen. Warum beherrschen? Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. Oh ja, sprechen. Ah ja, ist doch noch recht günstig. Das wäre schon wieder teurer. Na. Ja. Breites Maul. Den möchte man bestimmt nicht nachts schnarchen hören. Boah. Ein 62 mal gespeichert. Und schon wieder Karten? Ist ja kaum zu glauben. Oh Mann.